Atrastwala-Wächter, es ist lange her, seit euer nobler Orden unsere Stadt besucht hat. Mögen eure Reisen stets angenehm sein. Diese Statuen stellen die Paragons der Zwerge dar, soweit ich weiß. Die bedeutendsten ihrer Ahnen. Es heißt, die dunkle Brut sei Richtung Oberfläche aufgebrochen. Das ist wahre Schönheit, Tochter. Wenn du Branka nacheiferst, wird ganz Orsama deinen Namen kennen. Mutter, ich will nicht so sein wie sie. Sag das nicht. Nicht zu mir, zu niemandem. Und jetzt zurück in die Schmiede. Ich will mehr Details sehen. Ja, Mutter. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Etwas Mitleid mit einem armen alten Mann? Könnt ihr für einen alten Mann etwas erübrigen? Mögen die Ahnen freundlich auf euch herabsehen. Bedenkt doch nur, Zephryn. Ihr seid da in wunderbare Zukunftsaussichten hineingestolpert. Oh? Wird das jetzt so eine Art Berufsberatung? Ich meine nur, wenn Alistair tatsächlich König von Ferelden wird, dann hat er sicher Verwendung für jemanden mit euren Talenten. So wie ich den Knaben einschätze, besteht da eine massive Kluft zwischen dem, was er braucht, und dem, was er einzusetzen bereit ist. Falls Alistair König wird, dann sicher nicht, weil er dazu etwas Brillantes beizutragen hätte. Wer immer ihn auf den Thron setzt, der wird euch brauchen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ihr seid wirklich überaus hinterhältig, meine Liebe. Warum haben wir eigentlich noch nicht das Lager geteilt? Wozu? Eher ersteche ich euch von vorne, als mich von euch berühren zu lassen, Elf. Und irgendwie macht das die Vorstellung sogar noch reizvoller. Ich kümmere mich darum. Die Versammlung bestimmt den König und ein König schlägt seinen Nachfolger vor. Das Blut spielt bei beidem keinerlei Rolle. Oder wie jetzt, wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Wer weiß schon, was mein Vater in seinen letzten Stunden gesagt hat, wo doch nur der Emporkömmling Harrowmont an seiner Seite war. Ich lasse euch in den Kerker werfen. Du hast dir zu viel vorgenommen. Ihr da, trennt die Deschis im Diamantenviertel. Ich lasse nicht zu, dass Willen einen Aufstand anzettelt. So redest du nicht über den Mann, der König werden sollte! Ich dulde keine Kämpfe im Ständeviertel. Schon gar nicht vor Außenseitern. Wenn ich den verdammten Idioten finde, stecke ich ihn in die Legion. Werter, es gibt auch ohne bewaffnete Kastenlose schon genug Verbrechen in der Stadt. Ihr riskiert die Todesstrafe. Nennt euren Namen. Die Rekrutin der Grauen Wächter? Es hieß, ihr werdet ein Markling, aber ich hielt es für einen Witz. Oberflächler und ihre aufgeblasenen Vorstellungen. Also gut, o erhabener grauer Wächter, was ist euer Begehr? Oberflächenprobleme. Wir haben keinen König, der euch anhört. Ihr könnt aber an den Streitereien der Versammlung im Diamantenviertel teilnehmen, wenn ihr wollt. Einige Deshir-Lords streiten sich um Details. Balin, Harrowmont, macht das einen Unterschied? Beide keine Paragons. Sie haben sich aus Furcht voreinander eingeigelt. Die Ordnung unter den Arbeitern zu bewahren, ist schwierig, wie ihr gesehen habt. Ein Lord hat da nichts verloren. Balin lässt seinen Berater, Vortec Gavorn, vor der Versammlung für sich sprechen. Lord Harrowmont macht es über Julin Ferender genauso. Seid ihr sicher, dass ihr noch eine Zwergin seid?
Habt Geduld, Ahnen. Wenn Branka das hören könnte, nun, dann stünde ich hier nicht in getrocknetem Blut. Wenn ihr unser Wächter sein wollt, müsst ihr uns auch kennen. Geht zum Bewahrer der Erinnerung in der Halle der Bewahrung. Es ist der strahlendste Ort im Diamantenviertel. Ja, solltet ihr. Habt ihr das gesehen? Ich kann kaum glauben, was aus dieser Stadt geworden ist. Zu Enrins Lebzeiten hätte es so etwas nicht gegeben. Die Stadt ist zerrissen. König Enrin ist tot und die Versammlung kann sich nicht entscheiden, wer den Thron besteigen soll. Lord Harrowmont oder dieses Monster Belen. Seid ihr von der Oberfläche? Ich dachte, bei eurer Aufmachung... Aber das erklärt wohl das Zeichen auf eurem Gesicht. Lange her, vermute ich. Lord Harrowmont sollte unser König werden. Er war König Endrins engster Berater, der einzige, dem er trauen konnte. Endrin selbst, mögen die Ahnen ihn aufnehmen, hat die Versammlung gebeten, Harrowmont zu wählen. Ja, welch schreckliche Bürde für einen Vater, wenn von drei Söhnen nur Belen übrig bleibt. Am Ende erkannte Endrin wohl, dass Belen einzig an der Macht interessiert war. Er ließ seinen Sohn vom Totenbett entfernen und erklärte Lord Harrowmont zu seinem Nachfolger. Jeder weiß, dass er seinen Bruder Trian getötet und die Schuld dem Lieblingssohn seines Vaters in die Schuhe geschoben hat. Und viele fragen sich, ob Endrin so gestorben ist, wie man uns erzählt hat. Oder ob Belen wieder seine Finger im Spiel hatte. Er starb im Bett, nachdem sein ältester Sohn ermordet worden war und die Versammlung seinen Zweitgeborenen dafür verurteilt hatte. Ich kann ihm nicht verdenken, dass er es vorzog, bei den Ahnen ewigen Frieden zu suchen, wenn Belen ihn nicht sogar umgebracht hat. Ich bin Nerath Helmy, die dritte Tochter der zweiten Matrone des Hauses Helmy. Und ihr? Was bringt euch in solchen Zeiten nach Orsamar? Ein grauer Wächter? Aber es gibt in dieser Generation bei den grauen Wächtern keine Zwerge, außer... Oh, ah, jetzt weiß ich, wer ihr seid. Ich dachte, mit dem Zeichen, ihr werdet eine Oberflächlerin. Ich muss gehen. Eine neue Verderbnis soll kommen, wie schrecklich. Verzeiht, habt ihr kurz Zeit? Oh, ich sprach eigentlich mit euren Gefährten. Oder kommt ihr auch von der Oberfläche? Ich suche schon ewig jemanden, der die Oberfläche wirklich kennt. Ihr habt wohl noch nie von etwas gehört, das sich der Zirkel nennt. Ich versuche seit Jahren, mit ihm Kontakt aufzunehmen und habe jeder Karawane dorthin Briefe mitgegeben, aber nie eine Antwort erhalten. Ich will wissen, ob sie mich als Schülerin aufnehmen würden. Das wäre großartig. Mein Name ist Dagna, Tochter von Jaina aus der Schmiedekaste. Sagt ihnen, dass ich gerade das Forticum Kadab des Reichs von Tevinter lese und es ist wirklich faszinierend. Wusstet ihr, dass die Magisterlords des Reiches früher Stammbäume jeder Menschenfamilie hatten, in der je ein magiebegabtes Kind geboren wurde? Oh, ich packe sofort meine Sachen. Ich warte dann beim Geschäft meines Vaters. Ich hätte mich auf normale Nax beschränken sollen. Und jetzt habe ich die auch noch verloren. Die finde ich nie wieder, so schnell wie die sind. Ich gehe jedenfalls nicht zurück zu den Lieferanten in der Stadt des Staubs. Ich werde wohl zusperren müssen. Das wäre sehr nett. Ich brauche nur eine, um wieder ins Geschäft zu kommen.
Geht weiter. Ich bin raus aus dem Nacktgeschäft und habe nichts zu verkaufen. Sir Rocker, ich bin wieder im Geschäft. Immerhin. Außer Dankbarkeit kann ich euch nichts anbieten. Aber wenn ihr mir mehr von denen bringt, gebe ich euch, was ich so finde. Seid gegrüßt und willkommen bei Garen Garrensons Geschäft für Luxusgüter. Wir haben... Wow, ihr seid aber viele. Und von denen habe ich noch nie einen gesehen, was es alles gibt. Was sagte ich gerade? Das war aber sehr unfreundlich von mir. Wenn ihr mal wiederkommt, sagt mir einfach, dass ihr euch das nicht bieten lasst. Besser gehen, stimmt, das war's.